Aus der Rückenlage in Sitzen. Heute werden wir alle unseren hier zu findenden Bewegungslektionen vereinen. Alles, was wir dort gelernt haben, werden wir jetzt zusammen in eine komplexe Bewegung einbinden. Und unsere Aufgabe wird sein, die einfachste, die leichteste Art zu finden, wie ich aus der Rückenlage in Sitzen kommen kann. Das ist die Möglichkeit, nach jeder Lektion so in Sitzen zu kommen. Wir werden beide Seiten nehmen, weil es wichtig ist, nicht immer über die gleiche Seite abzurollen, sondern immer abwechselnd zu machen. Es besteht große Wahrscheinlichkeit, dass bei euch eine Seite super klappt, weil ihr das von klein an immer schon über diese Seite abgerollt seid. Und die andere Seite verkümmert, weil wir benutzen praktisch dann nur das, was sowieso schon gut klappt. Deswegen fange ich heute an mit der anderen Seite als üblich. Mit der Seite über die rechte Seite werde ich abrollen. Wir legen uns auf den Rücken, machen einen Körperscan. Lege dich auf den Rücken, schließe deine Augen, entspanne deinen Kiefer, lasse alle Spannungen los. Spüre, wie dein Körper mit dem Boden kontaktiert. Deine Fersen, Waden, Kniekehlen, auf welchem Abstand vom Boden, welche Unterschiede zwischen den beiden Beinen, Oberschenkel, Hintern, Pobacken, Kreuzbein, Gewicht des Beckens auf dem Boden rechts, links, Pobacken oder Knochen im Bodenkontakt. Unterer Rücken, wo es den Boden berührt, wo nicht. Erstmal spüren, wahrnehmen. Wie ist das rechts, wie ist es links? Vermute ich einen großen Abstand oder eher kleinen? Vermute ich große Unterschiede oder nicht? Und wenn ich das alles versucht habe, schaue ich, was die Realität ist. Und dann vergleiche ich das, was ich wahrgenommen habe, mit dem, was tatsächlich ist. Vergleiche diesen Abstand mit dem Abstand, bei der meine allerersten Lektion in dieser Playlist. Diese Playlist gibt euch die Möglichkeit zu wachsen. Hauptsache, ihr beginnt erstmal nicht mit dieser Bewegungslektion als erste, sondern mit allererster Lektion in dieser Playlist, wo es um die Bewegung durch die Stütze geht. Verlinkt im Video. Wir kontaktieren Brustkorb mit dem Boden, Schulterblätter. Welches Gewicht über den Arm auf den Boden? Wohin schauen die Handflächen? Wenn ihr Ellenbogen versucht zu beugen, wohin geht diese Bewegung? Direkt in den Boden, nach oder nach außen oder nach innen zum Körper? Das ist interessant. Könnt gerne in den Kommentaren schreiben, wie war das bei euch? Dann sage ich euch, was die Sache ist. Ein bisschen Selbstdiagnostik durchführen. In welchem Abstand vom Boden liegen Schultergelenke? In welchem Abstand von den Ohren liegen Schultergelenke? Wo sind eure Schultergelenke? Was für euch sind die Schultergelenke? Welche Stelle am Körper ist das? Wie kontaktiert der Hinterkopf mit dem Boden? Vielleicht auf einer Seite mehr Druck als auf der anderen? Wohin schauen die Augen, wenn man sie aufmacht? Und welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Und wir machen die Füße, ich stelle mal auf. Wir machen erstmal mit Füßen so und danach nehmen wir die Beine über den Brustkorb, weil das die Sache vereinfachen wird. Wir werden aber beide Möglichkeiten ausprobieren und dann schauen, was ist einfacher für mich. Wir erinnern uns, dass wir den Arm neben dem Körper schon mal ablegen, mit der Handfläche nach oben, mit Ellenbogen Richtung Körper, damit wir Außenrotation im Oberarm erzielen, dadurch bereits flach liegendes Schulterblatt, auf den ich dann auch meinen Brustkorb draufrollen kann,
mich darauf abstützen kann, Kopf heben kann zum Beispiel, ja. Meine Aufgabe ist, aus dieser Lage auf dem Rücken in Sitzen zu kommen. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Man kann in eine Spirale, die in sich selbst immer weiter dreht, dorthin kommen. Man kann erst eine Spirale in eine Richtung machen, dann in die andere Richtung machen. Wir versuchen alle möglichen Möglichkeiten, ja, und dann werdet ihr für euch dann, je mehr Varianten, desto größere Variabilität der Bewegungen. Also wir wissen, wir können von unten Spirale drehen, wir können auch von oben Spirale drehen. Mit der Spirale haben wir uns schon beschäftigt, deswegen werde ich nicht darauf gezielt eingehen, sondern ich werde einfach die Seitenlage nicht als Stoppschild nehmen, sondern weiter drehen und dann schauen, was wird. Also erstmal beginnen wir von unten, Beine neigen nach unten, nach rechts. Kreuzbein zieht unteren Rücken hinterher. Dieser zieht Wirbelsäule, Brustkorb hinterher. Ich komme mit dem Brustkorb über dem flachen Schulterblatt und Kopf nach oben. Beine drehen weiter. Ich hole Beine zu mir und Spirale zieht mich hoch. Das ist eine einfache Bewegung. Einfach Beine zu sich holen, weiter drehen und diese Spirale zieht dann den Oberkörper hinterher. Wir versuchen das noch einmal. Abrollen, egal wie, das ist nicht wichtig. Uns geht es primär jetzt ums Aufsetzen. Noch einmal. Hier alles vorbereitet. Arm schon mal vorbereitet, ja, aber es kommt ja erst von unten auf. Beine neigen nach rechts. Ziehen Wirbelsäule hinter sich. Ich komme so, ich stütze mich jetzt auf das Schulterblatt, auf das Darmbein unten. Meine Bauchmuskeln arbeiten, mein unterer Rücken ist flach. Ich bin nicht im Hohlkreuz. Und jetzt hole ich Beine praktisch ein bisschen Richtung Hand und drehe sie weiter. Ja? Und hoppanke, bin aufgesetzt, ohne meine Arme zur Hilfe zu nehmen. Das klappt gut. Okay, jetzt gehen wir zurück. Nehmen wir die Beine über der Brust. Versuchen wir so. Jetzt werden wir erinnern uns, Becken geht immer zum Hüftgelenk, was in der Außenrotation ist. Mein Interesse besteht jetzt darin, dass mein Becken nach rechts geht. Das heißt, ich muss mein rechtes Hüftgelenk in die Außenrotation bringen. Das geht, wenn ich meinen Fuß nach links bewege. Also bewege ich beide Füße nach links, erziele ich die Rotation nach außen, Becken folgt und dann folgt alles wie bis jetzt, ja? Und die Knie gehen nach oben ein bisschen und ziehen mich hinterher. Zack. Im Prinzip zack. Man kann es langsamer machen, aber im Prinzip ist es einfach. Wir versuchen noch einmal langsamer. Zurück. Beine oben gedreht. Becken, Kreuzbein, unterer Rücken, BWS, Brustkorb, Kopf. Und das Bein dreht weiter und ich werde praktisch weiter nach rechts getragen. Je langsamer man macht, desto schwieriger wird es, dann kann man auch die Arme als Stütze nehmen. Als Zwischenstation. Das waren die Drehungen von unten. Machen wir Körperscan, danach machen wir das gleiche von oben. Legen wir uns auf den Rücken, schließen unsere Augen und spüren, wie mein Körper jetzt mit dem Boden kontaktiert. Vielleicht werde ich Unterschiede merken in der Länge der Beine, in der Position der Beine, der Füße, in der Schwere, in der Fläche des Kontakts. Was ist mit den Pobacken, mit dem Kreuzbein? Welche Seite ist deutlich im Bodenkontakt? Unterer Rücken erstmal spüren. Erst spüren, welche Seite hat sich dem Boden mehr angenähert. Jetzt und dann checken.
Wunderbar. Und dann Brustkorb. Welche Seite liegt näher zu Boden? Die gleiche wie das Bein näher lag oder die andere. Habe ich diagonale Veränderungen oder auf einer Seite? Schreibt mir bitte in die Kommentare, was habt ihr gespürt? Schulterblätter im Bodenkontakt. Arme, Position der Handflächen, wohin schauen Sie? Gibt es jetzt Unterschiede zwischen rechts und links? Gibt es Unterschiede zwischen dem, was ist und was war? Und der Hinterkopf. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Legen wir noch die Hände auf die Rippen und schauen, Hauptsache Schultern nicht heben, ob es Unterschiede in der Atmung gibt. Vielleicht unsymmetrisch, vielleicht eine Seite mehr als andere. Und die Kiefergelenke ins Ohr. Über den Würmer so ein Knorpelchen Richtung Nase und dann so 1 Zentimeter weit ist eine Vertiefung, das ist das Kiefergelenk. Hier mit der Zunge auf dem unteren Kiefer langsam aufmachen. In der Komfortzone bleiben, schauen, dass das asymmetrisch geworden ist, was vollkommen legitim ist, weil wenn wir mit einem Gelenk arbeiten, diesmal mit dem Hüftgelenk, dann verändern wir alle Gelenke. Also nicht nur Schultergelenke, nicht nur Kiefergelenke, sondern alle Gelenke werden dann rechts, links und unsymmetrisch erstmal. Okay, andere Seite. Stellen wieder die Füße auf. Versuchen wir diese Variante. Wir suchen für uns die Variante, die am einfachsten ist, ja? Die Augen werden starten, der Arm liegt schon mal. Die Augen gehen nach rechts Richtung rechtes Ohr, Oberkante. Der Kopf folgt. Anderer Arm zieht Brustkorb auf das Schulterblatt. Kopf kann man nicht heben. Und wir ziehen und ziehen und ziehen. Die Augen schauen die ganze Zeit nach rechts. Nach rechts. Wirbelsäule geht in die Spirale. Die Augen schauen weiter und ich setze mich auf. Das ist eine Spirale, die ich beibehalten habe. Gibt noch eine andere Möglichkeit, die Spirale nicht beizubehalten, sondern sie unterbrechen in der Mitte und in die andere Richtung danach spiraleartig gehen. Ich persönlich mag das nicht, weil ich finde, eben dieses Gesetz der Helix, dieser Spirale, das ist das, was der ganzen Natur da draußen eigen ist. Und wir können das einfach für uns nutzen. Die Spirale bewegen ist immer einfacher und sie ist, unser Gehirn mag sie. Sie zu unterbrechen ist ein bisschen für mich so, hä? Warum? Sagst du, wofür? Wofür? Warum? Unverständlich. Zurück. Das ist jetzt ganzheitliche Bewegungen, die werden viele gemacht. Das ist dann auch Sport. Das ist Ausdauer, das ist Kraftsport, das ist Ganzheit, der ganze Körper arbeitet, der ganze Körper am Ende entspannt. Und wenn ihr das schafft, schrittweise, aber gleichmäßig nacheinander zu machen, anstatt blockweise dieses und danach Sprung dieses, wenn ihr das Ganze weicher gestaltet, ja, dann werdet ihr das ganze System normalisieren auf einen Schlag. Harmonie. Okay, noch einmal, ja? Augen nach rechts, Kopf nach rechts, Brustkorb nach rechts, Kopf kann man heben, wir drehen aber weiter, die Augen gehen weiter. Wirbelsäule geht weiter, Kopf geht weiter und um die Stütze des Ellenbogens setze ich mich auf. Okay, das war nicht kompliziert, das war sogar wahrscheinlich verständlicher von oben zu drehen als von unten, weil das ist die erwachsenere Variante. Von unten ist primitiv, von oben ist erwachsen. Holen wir die Beine nach oben, mal schauen, ob uns das was bringt. Machen wir das gleich. Augen nach rechts, Kopf nach rechts, Brustkorb, Lendenwirbelsäule. Ich drehe mal weiter und aufgesetzt. Oh, ich finde keine großen Veränderungen. Nicht wirklich. Okay, dann mache ich jetzt einmal mit Unterbrechen und ihr werdet schauen, inwieweit das für euch stimmig ist. Komm zurück.
Das kann man machen, sowohl mit gehobenen Beinen als auch nicht gehobenen. Erstmal so probiere ich mal Augen nach rechts, Kopf nach rechts, Brustkorb, Lendenwirbelsäule, Kreuzbein. Ich komme auf die Seitenlage und hier in Seitenlage, anstatt weiter zu drehen, bewege ich mein oberes Bein praktisch strecke nach hinten, ja? Strecke nach hinten und hebe mich dadurch praktisch in die andere Richtung. Mir persönlich gefällt das nicht, weil mich das aus dem harmonischen Helix plötzlich rausreißt und mir sehr viel kraftverbundene Bewegung macht, wo ich meinen ganzen Körper praktisch umheben muss, hierher durch die Kraft aus dem Becken. Ich brauche das nicht persönlich, ja. Viele machen das so, ich mache das nicht so. Okay, das war das. Und die andere Variante ist eben Augen, Kopf, Brustkorb, Lendenwirbelsäule, Beine ein bisschen zu sich holen und aufsetzen. Okay, wir legen uns auf den Rücken. Ich wechsle schon mal die Seiten. Legen uns auf den Rücken, machen einen Körperscan. Schauen, welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand. Was hatte ich verändert? Hatte ich etwas dazugesetzt? Was war die gleiche Seite, nur eben die Spirale ging von oben nach unten. Welches Bein liegt näher zu Boden? Welches Schulterblatt? Was ist im unteren Rücken? Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Legen wir die Hände auf die Rippen, ob die Situation sich noch krasser verändert hat oder nicht so. Und Kiefergelenke. Im Kiefergelenk unbedingt in der Komfortzone bleiben, nicht über Knack, Knirsch oder Schmerz gehen, sondern lieber weniger. Wir wollen einfach schauen, inwieweit in unsymmetrisch die Öffnung ist. Die andere Seite. Füße aufgestellt, machen wir jeweils eine Wiederholung diesmal. Es kann sein, dass die andere Seite einfacher geht, es kann sein, dass sie schwerer geht. Wenn es schwerer geht, dann würde ich diese Lektion wiederholen für diese Seite dann. Ja, jeder für sich. Beine neigen nach links, Becken rollt nach links, Kreuzbein unterer Rücken, zieht Wirbelsäule hinter sich, ich komme auf das Schulterblatt und aufgesetzt. Ja, noch einmal. Ich musste mir mit der Hand helfen, weil ich langsamer gemacht habe. Okay, jetzt Beine über mir. Ich rotiere mein linkes Bein nach außen, rechtes nach innen, Becken geht nach links. Und das gleiche Spiel hier. Und ich komme. Lustigerweise ist das meine bessere Seite. Aber irgendwie, nachdem ich dort so viel gedreht habe, komme ich nicht in die Spirale. Das zweite Mal schon wieder nicht. Ich probiere nochmal. Probiere nochmal. Beine über der Brust. Um die Spirale zu vervollständigen, muss ich am Ende nach der Seitenlage einfach die Knie Richtung Kopf ziehen. So ein bisschen, ja, ein bisschen in die Beugung gehen und dadurch die Spirale verengen, damit die kraftvoller rauszieht. Okay. Geneigt, gedreht und. Ja, das geht ganz gut. Legen wir uns auf den Rücken, machen einen Körperscan. Zweite Seite wird immer ein bisschen kurzweiliger gemacht, weil das Gehirn hat die Fähigkeit, bereits bei der ersten Seite für beide zu lernen. Außerdem wird man müde nach so vielen spiralen Bewegungen. Das Gehirn mag sie zwar. Zieht sie eindeutig allem anderen vor, aber ermüdet auch. Na, schauen wir mal, welchen Abdruck hinterlassen wir jetzt im warmen, weichen Sand. Was hat sich verändert, indem wir die Beine mit dem Boden kontaktieren? Kreuzbein, unterer Rücken, Schulterblätter hinter Kopf. Wahrscheinlich wird es jetzt langsam wieder Richtung gleich.
Ja, gleichmäßig, überall rechts, links, so langsam nähern wir uns dem Ideal wieder an. Schauen wir mal, wie wir atmen. Und was ist mit dem Kiefer? Okay, und jetzt von oben. Erstmal stehen Füße von oben, die Augen gehen nach links, Kopf nach links. Brustkorb, Lendenwirbelsäule, weiter nach links und langsam wie so ein Faultier aufgesetzt. Ablegen. Okay, jetzt Beine über dem Brustkorb. Oder sagen wir so noch einmal, Füße aufgestellt, noch einmal, Augen starten nach links, Kopf nach links, Brustkorb auf der Schulterblatt, Kopf angehoben, weiter nach links, Beine zu sich geholt, über den Ellenbogen aufgesetzt. Je enger die Spirale, desto einfacher ist das Aufsetzen. Oder Aufstehen kann man auch so machen. Ja? Wenn man aus dem Sitzen kann, man es aufstehen, kommen am einfachsten durch die Spirale. Je enger die Spirale, desto einfacher ist die Bewegung. Bloß wenn wir mit den Augen starten, haben wir diese unendliche Möglichkeit weiterzudrehen, weil wenn die Beine zum Beispiel die Bewegung starten und fortsetzen, dann ist irgendwann Boden im Weg und fertig. Dann ist die Spirale irgendwann einfach Feder, kommt am Boden an und die Bewegung ist nicht weiter möglich. Aber wenn man mit den Augen und Kopf macht, dann ist der Hals sehr beweglich und weil da der Kopf angehoben ist, kann man weiter hinter sich schauen und dadurch diese Spirale praktisch enger drehen und die Bewegung leichter machen. Ja? Deswegen denke ich, die obere Spirale ist für den wachsenden Menschen verständlicher, angenehmer und viel mehr Möglichkeiten bietet. So, nochmal. Jetzt Beine über dem Bauch, über dem Brustkorb. Und das Gleiche. Ein bisschen Kinn zum Brustbein, damit man nicht so nach hinten ist, sondern so ein bisschen extra dagegen. Augen nach links, Kopf nach links, Brustkorb und der ganze Rest und aufgesetzt. Wie gesagt, wieder merke ich, man kann mit aufgestellten Beinen genauso hochkommen. Man muss hier nicht die Beine extra über den Brustkorb nehmen. Das muss nicht sein. Ihr könnt mir schreiben, was findet ihr einfacher. Unsere letzte Wiederholung. Augen nach links, Kopf nach links, Brustkorb, Kopf und die Augen schauen weiter nach hinten und ich komme ins Sitzen. Na, schön, die Regen, eindeutig. Legen wir uns auf den Rücken, machen einen Körperscan. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Wie liegen meine Beine, Kreuzbein, unterer Rücken? Kommen gerne anschauen. Gerne erstmal wahrnehmen, wie ist das jetzt, wie war das und was ist rechts, links und dann nachschauen, wie ist es tatsächlich. Vielleicht merkt ihr noch Zuckungen an den Muskeln. Das kann durchaus sein, dass der Körper noch dieses Abzupfen der Rezeptoren betreibt. Ja, das Gehirn sammelt Informationen. Das gibt es manchmal, dass die Muskeln noch zucken. Ja, praktisch. Wie liegt der Brustkorb auf dem Boden? Arme, wohin schauen die Handflächen, ob sich was verändert hat? Kontakt des Hinterkopfs mit dem Boden. Wo sind die Schultern in Beziehung zu Boden? Unterschied rechts-links. Wo sind die Schultern in Beziehung zu den Ohren? Unterschied rechts-links. Und Gesamteindruck des Abdrucks im warmen, weichen Sand. Was hat dich verändert? Wie viele Gedanken sind im Kopf? Ob ihr Gefühl habt, euch herrlich entspannt zu haben. Und ja, checken wir nochmal die Atmung, atmen wir. Ob ihr Gefühl habt, dass die Lippen sich freier bewegen. Und Kiefer.
Langsam aufmachen, wie immer. Wunderbar, dann machen wir Augen auf, bewegen Zehen und Finger, machen Bewegungen, die wir machen möchten und setzen uns, wie wir das gelernt haben oder auch nicht. Und das waren die mir bekannten Techniken, wie kann man aus der Rückenlage ins Sitzen kommen, durch die Spirale, weil die Spirale die Bewegungen am einfachsten gestalten lässt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie war das für euch. Liked, teilt das Video mit euren Freunden und Familie. Abonniert meinen Kanal, falls noch nicht. Und wir sehen uns bald wieder. Bye, bye.